Sunday, sei ganz herzlich begrüßt, ja, heute zu diesem magischen Vollmond in das neue Wochenengel-Lichtorakel, ja, vom 5. bis zum 12. meine ich jetzt, ja, genau, bis zum 12. Februar starten wir in diesen, ja, wundervollen Februar und wow, es gibt ganz, ganz viel Neues auch bei mir und ja, du siehst es teilweise natürlich schon. Und ich bin auch sehr gespannt heute die Botschaften, weil dieser Vollmond heute ist wirklich ein ganz toller Impulsgeber, ein ja, Neubeginn in diesem Sinne, weil wir ganz viele neue Lichtfrequenzen bekommen und ja, mit vielen Dingen auch jetzt starten können und alles, was jetzt auch dem großen Ganzen dient und auch mehr in die Herzenergie der Februar sowieso. Und da möchte ich als erstes gerne dich einladen. Ich gebe seit langer, langer, langer Zeit wieder mal eine Zeremonie, ein Ritual, ein gechanneltes Ritual, das ich auf Video aufnehme. Das habe ich ja ganz zu Beginn vor Jahren ja immer sehr häufig getan. Und ja, da lade ich dich ganz herzlich ein. Da geht es um die Herzaktivierung. Wir machen mit den Aufstiegscodes, channel ich, das ist ein, ich nehme das auf, das ist dann ein Video gechannelt mit Erzengel Charmuel, den Lichtwesen vom rosa und weißen Strahl. Wir gehen ins kosmische Herz und verbinden uns mit dem Erdenherz. Und wir erhalten ganz viele dieser Aufstiegs-Herzlicht-Codes, die wir jetzt brauchen, auch für das kommende Marsjahr, das ja jetzt im März dann zur Tag- und Nachtgleiche startet, müssen wir gut im Herzen verankert sein, weil das Marsjahr ist halt schon sehr herausfordernd, sehr aktiv, sehr, ja, auch ein bisschen aggressiv, aber Agrere kommt von Tun, von Handeln, also auch, dass man mutiger ist, dass man sich mehr durchsetzt, dass man mehr zu sich steht und auch seinen Ideen und seinen Herzenswünschen. Das ist natürlich auch eine sehr männliche Kraft. Deswegen lade ich dich gerne ein und diese Zeremonie, dieses Lichtritual mache ich zum 14.02. passend zum Valentinstag. Also ich nehme das schon vorher auf und melde dich gerne an. Ich verlinke alles unter dem Video oder du kannst gerne auf meiner Webseite, die estania.com-Seite gucken, mich anschreiben, es buchen. Du bekommst es dann, die Aufzeichnung per E-Mail geschickt am 14.02. kannst dir das runterladen, anhören, so oft du magst. Und der Clou ist, gerne schreib mir in deine Bestellmail einfach kurz deine wichtigsten Herzensangelegenheiten oder Themen, weil wir können da auch ganz viel ja erlösen. Es ist ja dann Erlösungsenergie, um in diese verwandelte starke Herzfrequenz wieder zu kommen, sich zu öffnen, sich annehmen zu können, das Leben anzunehmen, wieder mehr Liebe, Leichtigkeit, Freude hineinzubringen. Und das brauchen wir, ihr Lieben, denn die Energien da draußen sind mehr als schwierig und schwer und wir werden ja wirklich hier in Deutschland sehr, sehr stark uns wirklich hier es schwer gemacht, muss man wirklich sagen. Ich habe es jetzt auch schon von einigen gehört, dass es in anderen Ländern im Ausland teilweise wirklich nicht so ist. Also wir sind in Deutschland hier tatsächlich energetisch sehr im Brennpunkt und sehr beschossen von sehr vielen, ja, herausfordernden Energien verschiedener Art. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ad eins immer unser Energiefelder klären, unser Zuhause klären, unser Umfeld klären. Das können wir wunderbar machen mit den Kristallfreunden, mit den Lichtkristallen, den Kristallstäben. Und da habe ich eben jetzt auch ganz viele, viele neue Produkte. Der Shop füllt sich nach und nach, wie ich alles reinstellen kann. Es gibt ein neues Energiesystem. Es gibt auch ein neues Energiereading auf Video mit Energiearbeit mit meiner Erzengel Raphael Healing System Plate. Die kannst du auch bald dann erwerben. Und damit arbeite ich auch. Und da gibt es dann auch ein Reading wieder aufgezeichnet, was du persönlich bekommst. Das kannst du bestellen. Es gibt auch für kurze Fragen, mache ich wieder WhatsApp auf. Einfach mal schnell, wenn
Unterstützung brauchst, eine Frage hast, können wir das schnell über WhatsApp auch ein Reading machen. Ein Kurzreading und eben die neuen Produkte neben natürlich meinen absoluten Favoriten, den Monoatom Andaras, die ja einfach die Kristalle nicht von der Erde sind, sondern für die neue Zeit. Auch Andara Schmuck natürlich, wunderbar. Sondern jetzt auch habe ich wundervolle Orgonit-Produkte. Diese sind sehr hochschwingend, das kennt man ja schon, also viele kennen das. Ich habe den Orgonstrahler, das sind wieder so ein bisschen zweierlei Sachen, aber die Orgonit-Produkte, die sind alle auch noch programmiert, frequentiert, die Stäbe kannst du schon erwerben, da kann man wunderbar mit arbeiten, hier mit einer goldenen Lebensblume. Orgonit ist ja ein Harz gegossen, verschiedene Edelsteine und Metalle, Gold, Silber. Da kann man wunderbar arbeiten. Und wie gesagt, meine sind eben noch mit bestimmten Energie- und Schutzfrequenzen programmiert. Hier haben wir den Turmalin Selenit, der Blockadenlöser. Ganz hochschwingend schwarzer Turmalin Selenit. Das ist die perfekte Mischung. Und das kann man super für Energie-Aura-Arbeit. Da gibt es auch die Orgonit-Pyramiden. Man kann alles wunderbar kombinieren, ja. Also auch die Kristalle, Andaras, anderes, potenziert sich. Ja, Andaras senden ja auch ihre Energien, die erheben die Schwingung. Es gibt wunderschöne Angel-Aura-Bergkristallstäbe, die sind ja in diesen Regenbogenfarben. Das kommt jetzt hier mit der Kamera nicht so gut raus. Das sind Kristallwesen, also die schimmern in allen Regenbogenfarben. Das kannst du wunderschön sehen. Die sind bedampft mit Gold, Platin und anderen Edelmetallen. Im Shop kannst du es bei mir gut sehen. Das sind Einzelstücke, die auch energetisiert sind, verbunden mit Erzengel Gabriel. Und eben, ja, da sieht man es jetzt ein bisschen an den Spitzen. So schimmert im Licht der ganze Kristall, alle Facetten, alle Seiten. Wunderbar, auch die Einschlüsse, der hat hier unten ziemlich kristalline Einschlüsse. Es sind lebendige Kristallwesen und Doppelender, das heißt, man kann wunderbar die Energien ausgleichen, hineinschwingen. Jedes ist ein Unikat, ein Einzelstück, ja. Wunder, wunderschön, ich liebe sie, es sind ja wirklich Wesenheiten und ja, da gibt es dann auch immer wieder welche und noch vieles mehr, wo man super mitarbeiten kann, es kombinieren kann. Und meine Lieben, die Sternenelfen kommen. Ich habe wundervolle neue kleine Kristallschädel in Elfenform. Es sind die Sternenelfen, die Elfine, die aus den höheren oder anderen Dimensionen, Universen kommen. Sie waren früher auf der Erde, Kadara hier. Unterstützt uns heute und Obsura. Auch wunderschön ein schwarzer Obsidian. Und diese Sternenelfen, ja, sie kommen jetzt wieder, sie waren lange Zeit im Unsichtbaren oder ja, nur im Geistigen verbunden, genauso wie die Lichtelfen. Es ist ja ähnlich, das sind jetzt praktisch. Die Lichtelfen sind ja mehr auch geistige Energien, also hohe spirituelle Lichtwesen. Die Sternenelfen hier sind wirklich auch manifest. Es sind Wesenheiten, die eben aus früher auch auf der Erde gewirkt haben, in den Zwischenreichen, mit uns Menschen. Eben in den letzten Jahrhunderten waren sie nur noch mit einzelnen Menschen, die eben ihr Herz und ihren Geist offen hatten dafür als Kontakt. Ja, jetzt kommen sie wieder und jetzt gibt es sie auch wirklich tatsächlich in Form wunderschöner kleiner Kristallschädel. Es werden jetzt noch mehr kommen. Ja, ganz, ganz wunderbar. Du findest diese beiden hier auch im Shop bei mir. Gerne schau rein. Und es gibt natürlich auch jetzt Valentinsangebote. Jetzt ist erstmal ganz vieles reduziert und Spezialangebote eben zur Valentinszeit im Februar. Und. Also neue Klänge kommen. Die Regenbogenklangschale. Also du siehst schon, es kommt ganz, ganz viel. Und eben gerne die Aktivierung, die Lichtaktivierung zum 14. die Zeremonie. Gerne, wenn du das magst, buche es und das hast du für dich und kannst du hören und wie du magst und ja, deine Themen mit reinnehmen.
Genau, oder ein wunderschönes Energieheilreading für dich buchen oder auch natürlich für jemanden, wo dir am Herzen liegt, ja, ganz, ganz wichtig. Ja, von daher ganz viele Dinge und wir testen, es darf heute auch alles schon mitwirken, mitarbeiten, in die Botschaften rein, arbeite ich heute auch schon mit diesen Energiestäben, der Blockadenlöser, der Erwecker, das ist hier der Amethyst mit der Lebensblume, ganz wunderbar. Und natürlich die Andaras, wie gesagt, das potenziert sich alles noch. Und wir schauen mal rein jetzt auch, was auch übergeordnet für uns wichtig ist diese Woche. Und vielleicht hast du für dich schon deine Botschaft hier gewählt aus den Monoatom-Andaras. Wie gesagt, sie sind immer noch meine Herzensstücke. Nur es wird tatsächlich jetzt langsam, wie ich es ja irgendwann mal gesagt habe, langsam rarer, also auch schwieriger. Die Auslandsbestimmungen, Import wird leider sehr, sehr kompliziert. Das haben sie wesentlich verschärft, verkompliziert. Es ist auch sehr, sehr teuer geworden. Also die ganzen Versanddienstleister international erheben sehr, sehr hohe Gebühren und Bearbeitungsgebühren, Verzollungsgebühren und dann kommt natürlich auch immer noch die Einfuhrsteuer drauf. Also es wird wirklich ja einem nicht mehr so leicht gemacht und von daher, ja, alles hat seine Zeit und natürlich, sie wird es schon noch weitergeben, aber eben nur noch Einzelstücke und ja, so wie ich auch welche beziehen kann und noch welche bekomme, die ich auch noch in einem guten Einkaufspreis erwerben kann, denn sonst wird auch natürlich hier die Spanne immer größer, beziehungsweise ja, für mich dann auch, ja, kleiner, weil ich halte meine Preise, beziehungsweise also die Verkaufspreise, das Porto ist jetzt schon inklusive innerhalb Deutschlands, gebe ich frei. Und da hängt ja ganz viel mit dran, diese ganze Verpackungsmaterialien und alles, was ich noch beifüge. Und trotzdem eben möchte ich alles irgendwo auch für alle Bereiche und alle irgendwo erschwinglich halten. Und eben deswegen auch natürlich viele neue Produkte. Und auch noch ein Tipp, ich habe wundervolle, wundervolle Marienstatuen und Jesusstatuen, die energetisiert sind, geweiht sind, die noch mit einem Gebet kommen zu dir, von mir gechannelt und einem kleinen energetisierten Anhänger. Ich selber habe natürlich auch schon welche für mich behalten. Also alles, was uns helfen kann, unsere heiligen Räume, unsere heiligen Altäre, wir brauchen das, es unterstützt uns in dieser Zeit, ganz wichtig, wo wir Trost, wo wir Geborgenheit finden und eben, wo wir uns auch energetisieren können. Bitte bedenke, alles, was wir so ein Grid legen, aufbauen, ein Altar, wenn es noch so klein ist wie das hier, es bildet ein Energiefeld, es baut ein Energiefeld auf, ja. Und alle, die feinfühlig sind, spüren das, ja. Und das können wir uns nutzen. Je mehr wir das immer wiederholen, diese Rituale, die wir für uns tun, oder wirklich solche kleine Plätze installieren in der Wohnung, im Haus oder auch draußen im Garten, Balkon, wie auch immer, das schafft ein Kraftfeld, ja. Art 1 können natürlich die Lichtwesen besser und die Sternenwesen besser mit uns kommunizieren, die Engel, die Meister, weil sie das sehen. Wir sind dann wie nach oben in die geistigen Welten eine Lichtsäule. Es strahlt, unser Zuhause strahlt, es ist wirklich ein Lichtportal für gute, hohe Frequenzen, nicht für niederschwingende Frequenzen. Denn dafür sorgen schon die Andaras oder auch diese geweihten Figuren oder andere geweihte, hochenergetisierte, geschützte Lichtkristallobjekte oder Kristallschädel natürlich, ganz klar, sie verbinden uns. Also das alles wirkt, ja, und es ist einfach wunderbar. Für uns und für alle, denn wir tun in dem Moment auch was für das Kollektiv. Denn wenn du einen kleinen Lichtaltar hast, wenn du ein Portal erschaffst bei dir für diese hohen Lichtfrequenzen, für die Gottesfrequenzen, Engel und so weiter, dann
ja, hat das Auswirkungen auf dein Umfeld, auf deine Nachbarn, auf alles, auf die Welt. Denk dran, alles schwingt, alles sendet Energie, Licht, Frequenzen, Klangton und erschafft ja einen Quantenraum. Und das trägt sich weiter. Ja, es geht wie kleine Wellen, trägt sich das weiter und weiter und weiter. Ja, genug der Rede. Ich bin wieder hochmotiviert und begeistert und natürlich auch jederzeit für dich da in einer persönlichen Unterstützung. Eine auch Hausreinigung, Raumclearing energetisch mache ich gerne. Alles via Telefon, Zoom auch, aber es ist eher instabil im Moment. Deswegen lieber per Telefon oder WhatsApp. Und wo wir arbeiten oder du buchst es auf, als Aufzeichnung. Und jetzt schauen wir, ich bin schon ganz gespannt. Die Karte, die Energie ist ja schon offensichtlich und die freut mich besonders. Wir haben die 10 der Kelche. Die Karten sind auch wieder unter dem Video verlinkt, wenn dich das interessiert. Das ist von mir gemacht, also unaufgeforderte Werbung. Genau, weil ich einfach weiß, sonst sucht man so lange, wenn einem die Karten interessieren. Genau, die 10 der Kelche. Wir haben hier alles. Fülle, Vollendung. Ein Kreislauf schließt sich. Wir haben hier alles. Die Familie, die heilige Familie. In uns die Aspekte. Seele, Körper, Geist. Kelche steht auch für natürlich die Gefühle, die Emotionen, alle Ebenen, die jetzt in die Erfüllung kommen. Also wir haben jetzt großes Glück und eben der grüne Komet ist ja in unserer Sichtweise. Viele sagen ja schon, da kommen wieder ganz hohe Lichtwesen oder Energien zu uns. Das sind ja auch Kometen, die immer wieder mal alle, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Jahre oder noch länger, immer wieder mal bei der Erde vorbeischauen. Und ja, vielleicht hast du ihn auch schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen am Himmel, aber wir können uns auch so verbinden. Und ja, auf jeden Fall eine Woche mit wundervoller Energie, wo es auch wirklich um die Familie geht, also wirklich die Familie, aber auch Seelenfamilien natürlich und auch die innere Familie in uns selbst, also die ganzen Anteile und Aspekte, die Reinheit, die Unschuld, aber auch eben die Fülle, der Heilige Geist. Also es ist wunderbar, wir haben hier sogar auch den Vollmond und da möchte ich jetzt gerne kurz eine Einschwingung machen, wenn du magst, mach mit, weil wir den Vollmond haben und von meinen Klanggabeln, die du auch bei mir erwerben kannst. Ist im Moment ganz stark die Dragon-Gabel und die Gaia-Gabel. Und beide zusammen, sagt die geistige Welt, mir gibt ein wunderbares Klangfeld, was man sich auch über die Ohren rechts, links einschwingen kann und so über das Ganze, über den ganzen Körper, über den Energiekörper schwingen kann. Für Transformation die Dragon-Gabel, die Rainbow-Dragon-Gabel steht ja auch für Transformation und Erlösung alter Muster, bringt diese neuen Frequenzen hier, die Regenbogenfrequenzen, die Gaia-Gabel eben, Verbindung zur Mutter Erde, ja, das war schon der Anschlag sozusagen, bringt die neuen Erdfrequenzen, die Aufstiegs, also Codes von der Erde, dass wir im Herzen sind und beide zusammen, sagen sie mir gerade, ich wende sie auch für mich täglich an, kalibrieren unser Feld neu und schwingen uns ein, reinigen, erlösen alte Dinge und eben balancieren uns auch, ja, mit den Frequenzen, weil die Gaia-Gabel uns eben auch immer wieder schön stabilisiert und in die Balance bringt, gerade bei diesen schwankenden Magnetfeldern, ganz, 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 ganz wichtig. Also gerne. Wir machen das gerne zusammen und dann kommen wir zu den Botschaften, wo wir dann auch, wo ich dir dann schon mal eine kleine Blockadenlösung gebe mit den Energiestäben. Und gerne atme einen Moment tief ein und aus. Atme tief ein und aus. Verbinde dich in die hohen Frequenzen dieses Vollmondes.
Lass alles Belastende los. Negative Energien, Gedanken, Frequenzen werden jetzt transformiert, gewandelt. Dein ganzer Energiekörper, alle Chakren werden durchlichtet, gereinigt, geklärt. Ich bin, das ich bin. Göttliche Gegenwart, Sternen selbst, göttliche Liebe, Einheit, Ganzheit, Vollkommenheit. Bin ich in jeder Zelle, in jeder Schicht meines Seins. Und so laden dich jetzt die Sternenelfen, die Engel, Lichtmeister auf, mit den Regenbogenstrahlen. Atme hinein, lass dich erheben und lass alles Belastende hinter dir. Geh in die Freude, in die Leichtigkeit. Richte dich neu und positiv aus in den Farben des Regenbogens. Ich bin alles, was ich bin. Und Kraft meiner göttlichen Gegenwart, die ich bin, weiß ich, dass alles Gute für mich jetzt in mein Leben strömt, in alle Bereiche und Ebenen. Ich bin Vertrauen, ich bin Gelassenheit, ich bin Freude, ich bin Licht von Licht. Ich bin eins mit all meinen Aspekten und Anteilen. Ich lasse mein Seelenlicht jetzt leuchten. Ich bin verbunden, immer da, und so sei es, so ist es. Wow. Marame, wunderbar. Ja, die Schwingung zählt, die richtige Schwingung macht es aus. Und denk auch dran, jetzt auch nochmal ein Glas Wasser trinken. Also auch Wasser ist jetzt wichtig im Vollmond. Es kann jetzt auch natürlich ein bisschen eine aufgeputschte Nacht werden. Deswegen atme, mach dir einen schönen Tee. Mach es dir wirklich heute nochmal ganz, ganz richtig schön für dich. Heimelig, gemütlich. Schreib deine Herzenswünsche auf. Mach nochmal ein kleines Ritual oder hör dir das alles nochmal an. Mach diese Einschwingung. Der Vollmond ist gerade genau heute Abend. Und jetzt starten wir in deine persönliche Botschaft. Und da fangen wir mit diesem Andara an. Na, sind alle wieder wunderbar. Und das ist ein ganz zarter, ein Bicolor. Und man sieht es hier nur ganz, ganz wenig. Er hat nämlich neben dem Cosmic Eis, also dem klaren, Cosmic Eis ist dieses klare, durchsichtige, ganz zarte, blaue Einschlüsse. Hier sieht man es. Und sogar habe ich entdeckt, ein bisschen gelb. Also wir haben hier wirklich die Energie von Erzengel Michael und auch Mutter Maria und eben ein bisschen Jophiel. Also man sieht es, das aber nicht hier in der Kamera, dass er so ein bisschen so eine kleine Ecke gelb noch mit drin hat. Und ja, also auch ganz viel Lichtenergie. Und ja, das ist deine Botschaft. Und die anderen rutsche ich jetzt mal wieder auf die Seite, dass wir einfach mehr Platz haben hier. Da kommen wir dann gleich dazu, den sonnengelben Andara und hier diesen New Green Andromeda Andara. Was es damit auf sich hat, sage ich dann bei dem jeweiligen Botschaftsstapel. Und hier
schauen wir jetzt, was deine Botschaft ist mit diesem lichtvollen Andara. Und das ist ja eben die Klarheit, Reinigung, Erzengel Gabriel, die Lichtmeister des weißen Kristallinenstrahls und eben Michael, ein bisschen Jophiel und Mutter Maria. Auch Arcturus schwingt hier rein, Sirius, ja. Also es ist ein ganz, ganz wirklich lichtvoller Andara. Und ich liebe es halt einfach, weil Andaras ziehen das das Licht, Sonnenlicht an. Er hat auch wunderschöne Frequenzringe. Hier unten sieht man jetzt so ein bisschen das Goldgelb hier drin, aber an der Kamera fängt es nicht so auf. Klärend rein, eben, und deswegen leuchten die auch immer so, also so richtig pling, wenn das Licht da drauf fällt, weil sie reflektieren nicht, sondern sie ziehen es an. Also sie ziehen das Licht in die Mitte, in den Andara rein und arbeiten damit multidimensional. Und ja, auch die Verbindung mit diesem etwas Blau und diesem Klaren, einfach ja auch die Reinheit, die Wahrheit, die göttliche Kraft und Liebe. Und wir schauen mal rein, eben, was denn hier deine Botschaft ist. Wir fangen mal an. Und hier geht es um eine männliche Kraft mit den Tarotkarten, den Sternentarotkarten. Hier haben wir den King of Wands, also den König der Stäbe. Prachtvoll sitzt er hier in seinem Wagen oder Thron mit einem Drachenschild, das Feuerelement, zwei Löwen. Das steht ja auch für die Christusenergie, für die Christuskraft. Ja. Die Erleuchtung, die Krone zeigt ja auch immer an, dass er schon erhöht ist, also auch schon alles bemeistert hat, ja, die Feuerkraft bemeistert hat. Also hier geht es wirklich um all das, was in dir steckt, deine Passion, deine ja, Energie, ja, aber auch diese Verbindung zur Christusenergie, jetzt das auch in eine richtige Richtung zu bringen. Der König der Stäbe weiß, was er will. Er weiß, er fühlt klar, er ist vollen Herzens dabei, mit erleuchtetem Herzen. Er hat die Drachenkraft bei sich. Ja, also es geht hier auch um Vorwärtsgehen, Initiative zu ergreifen, aber auch bedächtig. Ja, also nicht mehr ungestüm voranstürmen, wie jetzt die kleineren Arkanen von dem Feuerelement der Stäbe, sondern der König ist ja da schon ein gesätteter Energie, eine gesättete Energie. Das kann jetzt tatsächlich eine Person darstellen, einen Mann, eine männliche Person, die diese Qualitäten hat. Das ist also der ideale Führer, also der Leader, Anführer, Teamleiter, Unternehmer, Selbstständiger, ja, und er weiß, er ist mit dem Herzen dabei, er ist schnell, intuitiv, klar, also schnell kraftvoll in seinen Handlungen. Wenn er sich entschieden hat, dann handelt er, ja, aber er vertraut auch auf seine innere Stimme, auf die Intuition seines Herzens, die Kraft des Christuslichtes, ja, strahlt aus ihm. Und ja, er muss sich auch nicht mehr beweisen. Ja, er ist einfach. Er ist diese Kraft, diese Größe, diese Klarheit auch, diese Manifestationskraft auch hier. Ja, also entweder geht es um einen männlichen Part oder du bist selbst diese Person. Ja, männlich, oder auch wenn du eine Frau bist, können das die männlichen Anteile sein, dann darfst du das jetzt einfach mehr zeigen, ja, mehr dich da rein verbinden. Da ist also wirklich Kraft stark, auch in seinen Standpunkt gehen, ja, der weiß einfach, wer er ist und was er sagt, das ist so, ja, das wird nicht mehr angezweifelt, ja, er ist auch schon eine Autoritätsfigur oder Person oder Wesenheit, ja, aber im positiven Sinne, ja, und ja, genau, hier geht es auch um die Sternennacht. Okay, das heißt, du darfst jetzt wirklich ganz auch in dieser Kraft sein, hineingehen. Hier geht es auch ein bisschen um Geduld, ja, es ist wirklich hier diese ganze Lichtervielfalt in den Sternen, im Sternenhimmel, die Milchstraße, ja, alles, was man dann sehen kann,
im Nachthimmel und es erinnert dich daran, eben deinem Stern auch zu folgen, ja, hier, deine Kraft auch anzunehmen, die Verbindung wieder, das, was dir wirklich am Herzen liegt, ja, dich vom Herzen leiten lassen, von deinen Sternen, denn hier gibt es Hoffnung für dich, there is hope for your future, für deine Zukunft. Und es geht hier um langfristige Themen und Projekte, ja, und Herzensangelegenheiten. Also es geht nicht darum, überstürzt zu handeln. Das wäre die unerlöste Form des Stabkönigs, sondern er weiß genau, er checkt schon alles ab. Ja, er ist sich bewusst, seiner Lage bewusst, des Umfelds bewusst. Und wenn er agiert oder aktiv wird, dann tut er es aus vollem Bewusstsein und aus Herzkraft heraus. Und das zeigt hier nochmal dieses Starry Night. Ja? Also verbinde dich bitte auch viel mit deinen Sternenfamilien, deiner Sternenherkunft, deiner Kraft, ja? Deiner Führung. Du selber hast auch diese Qualitäten. Ja? Und sei auch gelassen, geduldig. Ja? Der Stabkönig weiß, wann es zu handeln gibt. Gilt, ja, und hier geht es, wie gesagt, um langfristige Perspektiven, dass sich die Dinge jetzt wieder positiv für dich entwickeln, aber du selbst hast es mit in der Hand, du selbst gestaltest es mit, ja, und zwar eben mit der Kraft des Feuers, mit der Kraft der Sterne, deines Ursprungs und eben deiner Passion, ja, so dass du wirklich zu dem stehst, was du möchtest, ja, und wie gesagt, langfristig, all das, all diese Wege, die du jetzt gegangen warst und bist, gehören dazu, ja, und eben wie ein Stern auch all seine Prozesse durchläufst auch du diese Prozesse oder bist sie schon durchlaufen und wir gucken mal noch, oh, du bekommst die Stabilität jetzt von Kamael und Kamael ist auch ein Engel, auch mit dem Saturn verbunden, also auch ein Engel vom Karma-Rat. Hier geht es auch um eben, wenn man karmische Lektionen gelöst hat oder ja durchlebt hat, dass jetzt wieder hier Stabilität, Gleichgewicht kommt. Dein Licht führt mich zu stabilem Gleichgewicht. Ja? Also hier geht es auch viel um Erlösungsenergie, dass du das jetzt eben, all diese vielleicht Kämpfe auch, Kraftakte, die du vielleicht auch hattest, ja, dürfen jetzt wieder mehr in die Leichtigkeit gehen. Ja. Hab auch Geduld jetzt mit dir. Lass die Dinge reifen. Lass sie sich wirklich entwickeln. Ja. Verbind dich mit Kamael. Das ist ein Schicksalsengel. Ja. Und Schicksals- und Karmaengel. Und du hast ja die Reinheit, die Klarheit, auch Erlösung, Befreiung, Reinigung, um wieder eben dann in diese Kraft, mehr in deine Kraft zu kommen, ja, und wieder wirklich langfristig für dich deine ja, Zukunft, in deine Projekte, in deinen weiteren Weg hineinzugehen, weiterzuschreiten, ja. Ganz, ganz wichtig. Also hab auch Vertrauen und Geduld und bitte auch Kamael darum, dass er dich wirklich weiter mit seinem Licht in die Stabilität bringt, in das Gleichgewicht. Und nein, ich merke, da muss der Amethyststab. Amethyst steht auch für Reinigung, Transformation, aber auch eben für Ausgleich. Ja, Ausgleich. Turmalin zieht ja auch viel mehr Energie negativ raus. Selenit bringt das Licht rein. Amethyst bringt eben auch Gleichgewicht, Ruhe, Kalibrierung, Transformation mit der Lebensblume. Ja, da kannst du zum Beispiel wunderbar über deine Chakren kreisen. Dann verbindet sich das alles mit dem Licht des Andaras. Bitten wir jetzt auch in deinem Energiefeld um diese Transformation, Erlösung all dieser schweren Energien, dieser Kampfenergien, der auch Blockaden, die da, Stagnationen, die vielleicht auch waren, Themen, die noch eben unerlöst in deinem Feld sind und waren, dürfen jetzt sich befreien und mit Hilfe von Kamael
und deinen Sternengeschwistern aktivieren wir das jetzt. Und ja, darf auch sich aktivieren, deine Sternencodes, deine Sternenverbindung, die Kraft deines Herzens, die Manifestation. Wow. Wunderbar. Gleichgewicht, Stabilität darf jetzt einfließen. Jetzt müssen wir ein bisschen mit der Lebensblume arbeiten. Das ist wunderbar. Das macht das Feld schön, gleichmäßig, harmonisierend. Wunderbar. Ein neues Erlösungsfeld jetzt für dich. Wunderbar. Maramei, hab Vertrauen. Ja? Hab Vertrauen, bleibe dran, bleibe auch dir selbst treu. Und alles darf jetzt wieder auf den Weg kommen und in die richtige Richtung. Aber bleib da dran, bleib da dabei und ja, lass dich da auch führen. In diesem Sinne, das lasse ich jetzt auch noch für dich wirken. Maramei, danke dir. Ich freue mich über Daumen hoch oder auch das Teilen des Videos. Und natürlich, ja, auch wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, alles Liebe dir. Tschüss. So, jetzt schauen wir in die zweite Botschaft hinein. Ah, wir haben hier wunderbar den hellgrünen Andara. Und dieser hellgrüne, der hier auch so ein bisschen blass rauskommt, ist ein richtig schönes, ja, so wie so ein Frühlingsgrün. Frühlingsgrün, ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser. So ein Frühlingsgrün, Andromeda. Hier ist natürlich auch alle Lichtwesen, Naturwesen verbunden. Es steht auch für die neue Herzenergie, für auch Leichtigkeit. Ja, Frühlingserwachen, genau, auch das Erwachen wieder deiner Seele, deines Herzens. Neubeginne, ja, Wachstum, Ausgleich, wunderbar. Ja, eine schöne frische Energie, die jetzt da reinkommen darf. Und da schauen wir auch direkt rein, was denn da die Botschaft dahinter ist. Und ich sage noch Ausgleich, Justice. Hier geht es jetzt um einen Ausgleich, um Gerechtigkeit auch. Wir haben hier das Schwert, ja, der Justitia oder auch des Erzengel Michaels. Wir haben die Waagschalen, auch hier ganz viele Symboliken auch. Also bei dir geht es jetzt um diesen Ausgleich. Ja, auf welchen Ebenen auch immer, ob das jetzt auch körperlich ist, psychisch ist, emotional, aber auch ganz klar, wenn du gerade eine Angelegenheit hast, eine Thematik, dann verspricht hier dir die geistige Welt und diese Tarotkarte, ja, Gerechtigkeit darf sein, es kommt zu einem gerechten Urteil, zu einem gerechten Ausgleich, ja, auch alle, ja, wie gesagt, rechtlichen auch Geschichten zeigt es hier immer einen positiven Ausgang. Also es geht wirklich gerecht zu. Du erfährst jetzt auch Gerechtigkeit, ja. Und du bekommst jetzt auch tatsächlich auch aus von der geistigen Welt jetzt den gerechten Ausgleich, ja. Wir schauen mal rein, ob wir da noch mehr Botschaften für dich bekommen. Oh, hier geht es um Seelenverträge, Soul Contracts. Das heißt, wenn es da tatsächlich hier um Verbindungen ging, zu Lebenden, genauso, wir haben immer noch Seelenverträge, auch mit den Verstorbenen, wenn wir die nicht gelöst haben, auch zu Orten und Situationen, wo wir viel Energie reingegeben haben, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Energie ablösen oder unsere Energie dann wieder zurückrufen, einfangen sozusagen, dass wir nicht Anteile irgendwo lassen, auch Energieanteile, ja, und irgendwelche Abmachungen, Verträge, ja. Und hier geht es eben um diese Evolution deiner Seele, all diese Verträge, Abmachungen, die wir ja schon vor unserer Geburt auf Seelenebene gemacht haben, ausgehandelt haben oder vereinbart haben, will ich mal lieber sagen, mit vielen Menschen wie Tiere, ja, und auch Lebensaufgaben, Situationen, das ist alles das, was das
auch sagt, das heißt, du hast jetzt auch schon einen langen Weg hinter dir, also nicht nur in diesem Leben, und jetzt erfährst du aber Gerechtigkeit. Jetzt dürfen aber all diese Dinge jetzt in einen Ausgleich kommen, in eine neue positive Ausrichtung, und wir haben hier auch wieder Erlösungsenergie. Ich sage noch Schwert, schau mal, Erzengel Michael, ja. Gelassenheit, das Leben, nee, du lehrst mich in allen Situationen innere Gelassenheit zu bewahren. Und das ist auch diese Abbildung, diese Balance. Ja? Klarheit, Verbundenheit mit allen Ebenen, aber ich bin klar, ich bin auch in mir ehrlich, wahrhaftig und gerecht, integer zu sein. Ja? Ich bin auch gelassen in all dem, was da passiert, ja, oder um mich herum ist, oder diese Situation, Thematik, ja. Also arbeite auch mit Erzengel Michael, dass hier jetzt wirklich all diese Verträge, wir schließen schon einen Vertrag innerlich, das können tatsächlich natürlich auch geschriebene Verträge sein, ja, jeglicher Art, um die es dir bei dir geht, aber natürlich auch im energetischen, seelischen Bereich, ja, die wir schon getroffen haben oder auch ja, in dem Moment schon treffen, wenn wir irgendwie eine Verbindung eingehen, ja, dann tun unsere Seelen und unsere Energiefelder sich schon austauschen oder man stimmt innerlich. Unbewusst stimmst du schon zu etwas, ja, weil deine Seele weiß oder okay, ja, ach so, ja, das hatten wir ja da mal vereinbart, ja, oder du folgst auch noch, weil wir bestimmte Musterprägungen haben, dann passiert es alles. Das passiert oft auf der Ebene, wo wir es nicht gewahr sind, ja, und jetzt aber ist für dich die Zeit, jetzt dieser Vollmond, diese Woche, hilft dir dabei, genau in diesen Ausgleich wieder zu kommen, in deine Balance und auch in deine Klarheit, dass du wieder siehst, klar siehst und dich selbst wieder in den Ausgleich bringst, ja, und auch in deine Wahrheit bringst, ja, deine Wahrheit sprichst, kommunizierst, deine Wahrheit für dich auch erkennst, die Wahrheit auch hinter den Dingen, die Wahrheit in dieser Situation, in diesen Verbindungen hier, ja, Seelenverbindungen oder eben auch, ja, oft wissen wir nicht, dass es ein Seelenvertrag war. Das muss nicht immer mit Partner sein, ja. Das kann einfach auch mit bestimmten Menschen sein, mit denen wir nur ein kurzes Stück in unserem Leben zu tun haben. Ja, es kann auch mit der Arbeit zu tun haben oder mit anderen Themen. Wo da erlöst werden will oder wo sich da nochmal eine Thematik zeigt, aber wo es jetzt für dich in die Gerechtigkeit geht, wo du jetzt aber auch eben vertrauen darfst, gelassen bleiben darfst, eine andere Reaktion jetzt für dich auch tun darfst. Wo für dich jetzt ein gerechter Ausgleich auch kommt, ja, ein gerechter Ausgleich. Und diese Erlösungsenergie auch eben, also da, wo Dinge sich jetzt noch festgefahren hatten, dürfen ja jetzt auch in die neue Richtung gehen, in diese neue Befreiung, ja, in diese neue Befreiung. Und ich schaue mal, es würden jetzt beide Stäbe passen, ja, also ich könnte jetzt wunderbar hier natürlich auch mit dem Violetten, wobei ich jetzt mal gerne, wow, aber merkst du, der ist schon ganz anders. Der schwarze Turmalin bringt eben ganz viel Reinigung rein, ja, und da, wo eben Dinge mit der Spirale, kann man ja wunderbar auch eben rausziehen, aber auch reinbringen, dann wieder die Lichtenergie, wir haben beides hier, und das Silber zur Reinigung noch. Wir schauen mal, dass wir noch diese Gnaden, diese Lichtenergie und diese Blockaden, die vielleicht da noch sind, ja, die dich noch irgendwo halten, festhalten, innerlich, ja, Muster auch noch, die noch nicht so ganz erlöst sind, die mit Seelenverträgen zu tun haben. Ich löse jetzt auf alle Seelenverträge, die mir nicht mehr dienlich sind, alle Lektionen, die ich jetzt gelernt, gesehen habe, ja, in mein Bewusstsein bringen, in die Erkenntnis bringen, dass ich jetzt alles auflösen mag,
was jetzt erlöst sein darf, damit ich mein göttliches inneres Gleichgewicht wiedererlange, Gerechtigkeit, Klarheit, Wahrheit, Gelassenheit. Spüre diese Kraft, ja. Der Turmalin geht tief rein. Das ist eine ganz starke Energie. Und wie gesagt, die Stäbe sind zusätzlich noch programmiert mit Frequenzen. Atme rein. Alles, was ich jetzt auflösen darf, erlösen darf, Verträgen, Vereinbarungen, die mir nicht mehr dienlich sind, alle Lektionen, die damit verbunden sind, ich jetzt erkenne, in die Wahrhaftigkeit, in den göttlichen Ausgleich bringe, in die göttliche Gerechtigkeit jetzt. Ich bin göttliches Licht. Lieber Erzengel Michael, lehre mich jetzt in allen Situationen innere Gelassenheit zu bewahren. Gerechtigkeit, Wahrheit, Klarheit jetzt. Ich löse mich jetzt, ich erlöse jetzt mit deiner Hilfe alle belastenden Energien, Verträge, Abmachungen, die mir nicht mehr dienlich sind, die nicht dem höchsten Wohle dienen. Dass ich alles befreien darf, die Lichtenergie wieder zurückkommen darf. Wow. Balance und Ausgleich und gerechtes Urteil. Jetzt. Auf allen Ebenen, alle Bereiche meines Lebens stattfinden darf. Jetzt. Wow, ist eine andere Energie mit dem Blockadenlöser. Wunderbar. Mara May. Und denk dran, gern unterstütze ich dich auch persönlich, wenn du das benötigst, magst, brauchst, nutzen möchtest. Ich danke dir, Mara May, für dein Dabeisein. Ich freue mich über Daumen hoch, über Video teilen und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, in diese wundervollen Botschaften. Dann schauen wir noch in die letzte Botschaft hinein. Der Sonnenandara, der Sunlight, Sunstar. Ja, wunderbar gelbe Frequenz, natürlich die Sonnenenergie, Helios, Vesta, die Meisterinnen, Erzengel, Jophiel, aber auch natürlich all die Sonnenengel, die Meister, Kutumi, des gelben Strahles. Wunderbar, ja, wunderbar. Ja, bringt natürlich auch diese Frische, die unterstützt auch die Kommunikation, auch die innere Mitte, deine Strahlkraft, deine Sonnenkraft. Brauchen wir sehr auch in diesen noch ein bisschen kühlen Zeiten. Und wir schauen rein, was bei dir die Botschaft auch ist. Ich bin gespannt. Ja, wow, die geistige Kraft. Und ich sage ja, die gelbe Kraft ist ja auch die Kraft, der gelbe Strahl des Geistes und der Sonnenkraft. Ist ja auch eine männliche Energie auch viel. Und der will jetzt da wegrollen. Okay, wir haben hier den Ritter der Schwerte. Hier geht stürmisch zu, Luftelement. Er reitet blitzschnell auf seinem Pegasus, fliegt er durch die Lüfte. Blitze kommen hier, Lichtenergie. Und da kommt die Klarheit, da kommt die Schnelligkeit, die Kraft des Geistes, die Kraft deiner klaren Gedanken, die Kraft der klaren Intention und Ausrichtung. Wow. Onward und upward, ja, nach einer Zeit von Auf und Abs. Hier haben wir ganz viel dieser so Lichtblinkies, ja, auch so kleine Sternenschnuppen, so Glühfunken, ne? Also gibt ja so manche Nachthimmel, da sieht man ganz viel solche kleine Meteoriten und Sternschnuppen, also verglühte Teilchen dann oder eben Kometen. Und da geht es auf das Auf und Ab. Ja, es ist jetzt wichtig, dass du die Vergangenheit loslässt, ja, und hier in deiner Präsenz bist, in der Jetztzeit,
In the present. Und dass du deine Zukunft jetzt kreierst, die du dir wünschst. Und das passt perfekt zum Ritter der Lüfte hier, zum Ritter der Schwerter. Raus aus diesem, was bisher war, auf und ab und sehr viel auch verwirrende Energie oder Unklarheiten. Ja, jetzt kommt das Licht zurück. Die Sonnenkraft, die Lichtkraft, die Kraft des Geistes kommt jetzt hier ganz gewaltig schnell und auch mit einer Schnelligkeit. Der Ritter der Schwerter ist die Energie, die Kraft jetzt. Ja, da wird nicht mehr lang gefackelt. Da wird eine Erkenntnisblitze, ja, blitzartige Erkenntnisse, genau, Eingebungen, Inspiration und ein wacher, beweglicher Geist, ja, er fliegt durch die Lüfte, also auch das Luftelement natürlich hier ist verbunden. Und in dem Moment, wo wir erkennen, wo wir ganz klar werden, und dann geht es um Handlung, und das Schwert hier auch wieder dient der klaren Absicht, diese Energie zu transformieren, zu schicken, also alles Ungute abzutrennen, ja, auch symbolisch ist das die Handlung mit dem Zeremoniedolch oder mit dem Schwert, ja, etwas zu durchlichten, Fesseln zu durchtrennen, ja, alte Energie abzuschneiden sozusagen, ja, und wirklich, ja, deine Energie, die Kraft der Gedanken, klare, reine Gedankenkraft, die Kraft des Geistes aufzunehmen, und dann leitet das Schwert wie ein Lichtstab genau das dahin, wo es hin soll. Und er kommt ja wirklich hier von oben nach unten so richtig angeschossen, angeflogen. Also nutze jetzt bitte deine klare Gedankenkraft. Jetzt ist es an der Zeit, nicht mehr rumzueiern, nicht mehr rumzufackeln und sich im Kreis zu drehen oder hin und her, soll ich nicht, oder ist das, dich verwirren zu lassen. Kläre dich, arbeite auch hier mit Erzengel. Michael steht auch mit der Sonne in Verbindung, ja, mit diesen Sonnenkräften, dass du jetzt wirklich in deine Kraft kommst, in deine Klarheit und eine klare Intention abgibst, also ins Feld, also formulierst. Und wir schauen mal, hier geht es auch Metatron, die Gnade. Auch hier, guck mal, totale Lichtenergie. Gnadenstrahl durch dich erfahre ich Gnade. Metatron ist der übergeordnete Erzengel. Ist ja nicht nur ein Engel, Metatron. Metatron ist wirklich eine ganze Verbindung aus Frequenzen. Ja, ist ein ganz hocherleucht oder hochschwingender Erzengel, der eben verbunden ist mit dem er verbindet uns mit dem Lebensplan. Er weiß um deinen Lebensplan. Hier geht es um deinen Lebensweg. Hier geht es jetzt wirklich um neue Klarheit und Kraft, die Auf- und Abs zu beenden, dich nicht mehr da nur ständig verwirren und hin und her reißen zu lassen, im Zweifel zu sein, in der Unruhe, Unsicherheit, sondern schneide die alten Zöpfe ab, lass die Vergangenheit hinter dir. Das Licht der Gnade fließt jetzt ein zu dir und erlöst dich. Ja, das Licht der Gnade fließt jetzt ein und erlöst dich jetzt. Alle Blockaden, alles, was dich noch im Zweifel, in der Unsicherheit hält, wo du auf- und abgewirbelt wurdest, darf sich jetzt befreien. Das Licht der Gnade, hier habe ich jetzt das Gefühl, mit der Silberspitze zu arbeiten. Das Licht der Gnade, ich komme in eine klare Absicht. Ich sehe klar, ich fühle klar, ich spreche klar, ich handle klar. Lass deine Gnade, Erzengel Metatron, jetzt zu mir fließen, in mein Leben. Ich bin bereit. Ich gehe jetzt in eine klare, lichtvolle Handlungsenergie. Ich handle jetzt klar, effektiv und schnell, wo es sein muss. Nichts hält mich mehr zurück. Ich bin göttliches Licht. Ich danke für die Gnade, die mir jetzt zuteil wird. Alle Ängste und Zweifel, Unsicherheiten dürfen jetzt gehen, sich transformieren, aus meinem Feld
sich lösen, erlösen. Ich aktiviere jetzt meine klare Gedankenkraft, meine klare Handlungskraft, die göttliche Entscheidungskraft. Auch um Entscheidungen geht es hier, wo du vielleicht bisher jetzt immer noch gezögert hast oder eben hin und her. Jetzt ist die Zeit, um klar, schnell und wahrhaftig zu handeln und zu entscheiden. Ja, wow, die Gnade ist mit dir, das höchste Licht, ja, stärkt dich jetzt, wunderbar, aktiviert dich, die Sonnenkraft, vertraue dir, Erzengel Michael, Metatron sind mit dir, handle jetzt wirklich aus der göttlich-geistigen Ebene, lass dich da, also vom höheren Selbst. Das ist auch symbolisch fürs höhere Selbst. Die Verbindung zum höheren Selbst, du weißt es eigentlich schon. Wir wissen es immer innerlich schon, ja. Wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um ja, eine Handlung geht, ja, wissen wir es eigentlich innerlich. Aber wir scheuen uns noch oder wir eiern rum, weil wir denken, na, oder wegen dem, wegen das hier und so. Jetzt ist aber an der Zeit, in deine Klarheit und Integrität zu kommen, ja. Und wir haben immer die Wahl. Wir können jederzeit auch wieder eine andere Entscheidung treffen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Aber es geht jetzt erstmal überhaupt um eine Entscheidung zu treffen, ja. Eine klare Intention, Absicht, aber auch Handlungskraft, ja. Hier geht's wirklich auch um die Handlungskraft. Wow, die Gnade ist mit dir. Ich danke dir für dein Dabeisein. Ich freue mich über Daumen hoch, über das Teilen des Videos, über wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wenn ich dich auch mal unterstützen darf, sehr gerne, schreib mich an. Marame, Segen, eine wundervolle Woche, einen tollen Vollmond noch. Alles Liebe und bis bald.